Ich bin Paula. Wenn ich diese Fläche sehe, fange ich an, mich wirklich für einen Giganten aus dem Osten zu halten. Der Osten ist weit und groß. Es geht ja bis Kamtschatka. Wann sortieren wir denn diesen ganzen Salat? Mal. Nie, immer. Nie. Das ist ein Chaos. Das ist schade, ne? Das ist ein schönes Chaos. Andererseits ist man auch sehr überrascht, was man wieder findet. Ach, war das schön. Guck mal. Ja. Das glamouröseste Schauspielerpaar der DDR. Angelika Domröse und Hilmar Tate. Erinnerungen an eine intensive Zeit. Hier, da war ich zwar noch keine tolle Schauspielerin, aber Post kam dann. Aber begabt. Gucke hier. Nee, guck doch mal wirklich. Andersrum. Nein, so. Was ist da oben, was ist denn unten? Na, der Waschkorb ist unten und er ist voller. Hast du wirklich so viel Post gekriegt? Ehrenwort. Nein, da war unten Stroh drin. Nein, pro Woche. Ach, warum redest du alles klein? Das glaube ich dir nicht. Du bist es nur der Neid spricht. Nur der Neid. Der späte Neid. Aus mir spricht Neid, das stimmt. Der späte Neid. Das ist mein Hauptproblem. Alltag einer Ehe. Domröse Tate. Ein Paar, das auch gerne privat mal eine kleine Szene spielt. Mit großem Humor und großer Zuneigung füreinander. Zwei erfolgreiche Schauspieler, die sich die gegenseitigen Triumphe immer gegönnt haben. Nunmehr schlechtes Leben, mehr zu fürchten als den Tod. Mach mal die Augen. Ich bin völlig verrückt. Ehre, Ehre, Ehre. Ich will trinken. Du denkst wohl, ich werde nur mit dir glücklich. Verfolgt vom wollustvollen Spiel der Laute. Sie ist Lehrerin und daher nichts als Geist. Aus lauter Verzweiflung habe ich sogar zu stricken angefangen. Stell dir mal vor. Jetzt kommt es mir so vor, als wäre ich hypnotisiert gewesen. Die beiden Schauspieler sind seit über 30 Jahren ein Paar, leben heute gemeinsam in Berlin, im Westen. Eine Liebe nicht auf den ersten Blick, aber eine Liebe, in der sich später zwei sehr unterschiedliche Menschen gefunden haben. O dein zu sein, die zarte, nachdenkliche und der robuste, streitlustige. Wie ist es, zusammen alt zu werden? Zusammen alt sein hat seine Tücken. Werden, nicht werden werden. Unvermeidlich, aber die Tücken sind vermeidlich. Ja, nein, das ist doch klar. Die Zipperlein werden ja nicht weniger. Oder die Behinderungen oder die Nachteiligkeiten, die werden ja nicht geringer. Naja, aber wer geht die Brötchen holen, wurde immer entschieden, ich. Das hatte nichts mit Zipperlein zu tun. Oder bei der, jetzt was möchtest du im Fernsehen noch sehen, brauchen wir gar nicht zu fragen. Da ist es so klar, was er sehen will. Deshalb haben wir auch zwei Fernseher. Ne? Und wir haben auch auch unsere Bibliothek sieht verschieden aus. Ja? Er ist Philosophie und Politik und dieses. Und ich bleibe im Tängen bei Antiquitäten, Romanen, aber Novellen. Krimis siehst du jetzt auch. Und Krimis sehe ich neuerdings auch. Und Fußball. Und Fußball, dafür verstehe ich was. Als wir uns 61 das erste Mal sahen und da zusammengekommen wären, ich glaube, das hätten wir nicht durchgestanden. Da werden die Eigenwilligkeiten des Einzelnen dann über unsere Gefühle getrampelt und hätten sie kaputt getrampelt.
Getroffen hatten sich die beiden schon Anfang der 60er Jahre am Berliner Ensemble. Der 26-jährige Tate war bereits ein etablierter Bühnenschauspieler. Angelika Domröse hatte gerade ihre Karriere begonnen, im Film. Gleich mit einer Hauptrolle, mit 16, in dem DEFA-Film Verwirrung der Liebe. Man müsste ein Zelt haben. Zelt habe ich, aber das bei meinen Eltern in Zwickau. Du, das musst du holen, unbedingt. Hab ich mir gekauft, als ich noch im Betrieb war. Haben schön Batzen Geld verdient damals. Anne, Sie zelten? Das muss wunderbar sein. Ich muss so lachen über die Stimme. Und ich weiß, dass wir den Drehtag abbrechen mussten. Aber nicht, weil ich lachen musste, sondern weil es mir so schlecht ging. Bruno hat gesagt, du bist schwach und du brauchst das Gelumpe nicht mehr. Ich hatte meine Tage und dann war mit mir nichts anzufangen. Und dann bin ich von der Schönhauser Allee, da war es zwar die einzige Eisdiele, die es gab. Da haben wir das gedreht. Das Kleid ist mein privates. Sie haben es ganz gut verstanden, die Arbeit auf ihn abzuwälzen. Ich muss wegen der Stimme so lachen. Sonst sehe ich ganz niedlich aus, ein bisschen wie Donald Duck. Den hat er schon geleistet. Eigentlich arbeitet Angelika Domröse als Stenotypistin. Doch sie hat ganz andere Ziele. Schauspielerin. Sie bewirbt sich auf eine Anzeige und wird schließlich aus 1500 Mädchen für Verwirrung der Liebe ausgewählt. In Ostberlin geboren, wächst sie mit ihrer Mutter, ihrem Stiefvater und dessen Sohn auf. Ihren leiblichen Vater, einen französischen Soldaten, lernt sie nie kennen. Die Familie lebt nach dem Krieg direkt an der Sektorengrenze. Heute ist nicht mehr viel davon da. Und da, wo unser Haus stand, bis zu diesem S-Bahn-Eingang, das schien mir als kleines Kind ein unglaublich langer Weg zu sein. Und diese Bäume, die gerade abgesenkt werden, die waren damals so. 1941 geboren, wird sie als Kind in der entbehrungsreichen Nachkriegszeit groß, in den Ruinen Berlins. Doch vor allem ist es ein Leben inmitten einer kaputten Ehe der Eltern. Es war eine ständige Spannung zwischen meinem Stiefvater und meiner Mutter. Und man sollte nicht glauben, dass Kinder das nicht merken. Sie wissen zwar nicht, was los ist, aber wenn immer Krach oder der, wie sagte man früher, wenn der Segen, Haussegen schief hängt, das kriegen Kinder sehr genau mit. Besonders den Stiefvater erlebt sie mit seinem Jähzorn und seiner Strenge als ständige Bedrohung in der Kindheit. Die Schule dagegen ist eine Befreiung. Nur ich war ja immer froh, weg von zu Hause zu sein. Die Schule war für mich eigentlich freier als mein Zuhause. Mein Zuhause war sehr unschön, voller Angst, immer mit Angst besetzt. Und war immer froh, wenn mein Stiefvater nicht da war, wenn der so Schichtdienst hatte und ich nach Hause kam und nur die Mutter zu Hause war. Das war schöner. Meine Rückzugsorte waren ganz wichtig in meiner Kindheit. Und es gab ja nicht so viele Möglichkeiten. Kino und Kirche. Dort erlebt das Kind Angelika Domröse Momente einer heilen Welt. Ich brauchte immer Zeit, auch um allein zu sein. Sowas muss wohl schon immer in mir gewesen sein. Ich bin ja ein sehr lebhafter Mensch, aber ich träume, habe ich früher gesagt. Jetzt sage ich, ich döse schrecklich gerne vor mich hin. Nicht, dass ich grübel, aber ich denke so vor mich hin. Ist nicht ganz produktiv, aber es gibt mir eine gewisse Ruhe. Das ist ganz schön, weil ich manchmal sehr unruhig sein kann. Und wenn ich dann hier gesessen habe in der Kirche und die anderen haben, das hat mir eigentlich wenig gestört. Im Gegenteil, diese Eintönigkeit hat mir da so ein Level gebracht, da in meine kleine Ich-Welt, Schattenwelt, Träumerwelt zurückzufallen. Habe ich immer als sehr angenehm empfunden. Hilma Tate dagegen ist ein Dorfkind. In Dölau bei Halle, 1931 geboren, wächst er tatsächlich in einer heilen Welt auf, obwohl er den Krieg erlebt. Schon damals ein eigenwilliger Junge. Ich war kein zurückhaltendes Kind, ich war immer offensiv, habe rumgegrölt, gern gesungen und ein tolles Elternhaus, ja.
fleißige Leute, einfache Leute. Wir waren nicht reich, wir waren eher arm. Mein Vater war zwar Schlosser, aber er war ein Musensohn. Und dadurch hatten wir Verdi, Wagner und so weiter. Und ich habe immer mitgegrölt. Oh, meine Mutter war eine sehr einfache Frau, aber nicht einfältig. Sie hatte einen hohen Gerechtigkeitssinn, Sinn für das Dasein. Ich war sehr extrovertiert und hatte immer die Sehnsucht, noch woanders sein zu wollen. Und dachte ich, was liegt hinter der Döhlauer Heide? Das kann doch nicht nur Halle sein. Die Welt ist doch nicht irgendwo mit Brettern vernagelt. Es gibt doch keine Wand. Heute sage ich, es gibt nur das All. Ja, klar. Aber da stieg eine Sehnsucht in mir auf, die, du musst Welt sehen. Du musst irgendwie raus aus dem Dorf. Das macht der 16-jährige Tate und geht auf die Schauspielschule nach Halle. Doch schon schnell nach seinem ersten Engagement am Schauspielhaus in Cottbus treibt es den neugierigen jungen Mann weiter, raus aus der Kleinstadt. Tate sucht nach der großen Welt und findet sie in Berlin, direkt auf der avantgardistischsten Bühne der Stadt, beim Berliner Ensemble. Helene Weigel führt das Haus nach Bertolt Brechts Tod mit dessen Visionen unbeirrt und großem Erfolg weiter. Brechts Geist überlebt. Seine Ideen begeistern den jungen Schauspieler. Ja, als Mensch habe ich ihn nicht mehr kennenlernen können, aber seine geistige Leistung und seine dichterische Leistung waren für mich immer maßstäblich. Er wollte Diskussion, er wollte den positiven Zweifel und alles das hat mir so wahnsinnig imponiert, dieses in Bewegung sein müssen, kein Stillstand, keine Erstarrung. Und das war sein Credo eigentlich. Und das hat mir, das war so mein Übervater, ja. Auf neuesten Befehl der Regierung betrachten Sie die Rekrutierung zu den Bataillonen der Nationalgarde als beendet. Über 10 Jahre bleibt Tate dem Berliner Ensemble treu und ist erfolgreich, wie in Brechts Tage der Kommune. Nenne mich auch einen politischen Schauspieler. Ohne Umsicht auf die Welt wüsste ich nicht, wozu. Aber das hat ein Gegengewicht zur DDR-Enge, die es ja auch gab. Da war das fanden wir das immer eine Befreiung und wir redeten deutlich miteinander. Also wir haben uns nichts mehr, wir waren in keiner Weise verklemmt. Es wurde sehr hart miteinander umgegangen, auch kritisch. Während Tate am BE die großen Rollen spielt, wird Angelika Domröse nach ihrem Filmstudium in Potsdam als Jungstar des ostdeutschen Fernsehens immer bekannter. Sie sind hochtalentiert. Ach Gott, Irene, nun lassen Sie doch mal einen Augenblick die blöde Arbeiterei. Moment wenigstens. Ich finde Sie auch ohne Rechenschieber furchtbar reizend. In Fernsehfilmen wie Papas neue Freundin zeigt sie Temperament und Talent. Doch auch sie zieht es auf die auseinandersetzungsfreudige Bühne Brechts. Dann kam ich ins Berliner Ensemble, hatte eine Riesenpopularität, und zwar nicht nur in Berlin, sondern wirklich in der gesamten DDR. Ich habe das alles also genossen, aber kam dann auf die ersten Proben im Berliner Ensemble und habe gesehen, dass ich eigentlich noch nichts kann. Dass ich von Glück sagen kann, dass die Weihe gesagt hat, die ist gut. Es wurde angekündigt, da kommt jetzt eine von der Filmhochschule. Dann taucht sie auf. Sie ging über den zum Bühneneingang und hatte ein wunderbares blaues Kostüm an. Und solche Dinger, Absätze, und ging so, und hier so eine breite Schleife. Und ich putzte, was ich oft getan habe, mein Auto. Und sehe dieses Mägdelein da und sage,
Na, jetzt wieder üben, Kleine? Und die Antwort war, dreht sich rum, den Ton verkneifen wir uns aber, wa? Das hat mich 20 Jahre zurückgeworfen. So verschreckt, ja. Doch erst nachdem jeder einmal verheiratet war, werden sie viele Jahre später ein Paar. Was ist besonders schön an dem Bild? Es hat ein Kollege gemacht, der uns zum Frühstück gegenüber saß und was bemerkte. Dass wir ein Paar sind. Die Domröse und der Tate, das DDR-Traumpaar. Für die Kunst sind die beiden etwas ganz Besonderes, facettenreich und immer emotional. Ob in Brechts Tage der Kommune oder in den 70ern im gefeierten DDR-Fernsehmehrteiler Daniel Druskat. Ich bring dich zu Bett. Früher haben ihre Stellungnahmen doch geradezu getrieft von marxistisch-leninistischen Zitaten. Tja, und mitgemacht. Nicht nur profitiert. Jetzt kommt. Oder Jahre später im Westen, als gemeinsamer Höhepunkt am Theater, Stalin in der Regie von George Tabori. Während beide Ende der 50er Jahre eine beruflich sehr intensive Zeit erleben, verändert sich die politische Lage drastisch. Innerhalb weniger Stunden wurde Tausenden der Weg in die Westsektoren abgeschnitten. Nicht jeder hatte unmittelbar nach dem 13. August begriffen, was eigentlich geschehen war. Manch einer glaubte noch immer an eine kurze Episode, die bald vorüber sein werde. Ich war 20, als die Mauer gebaut wurde. Und ganz fest der Gedanke, lange kann sie nicht stehen. Ich traue mich das gar nicht zu sagen. Das erste war ein Heulkrampf, dass ich keine Strümpfe haben werde. Strümpfe mit Naht. Die gab's nur im Westen, diese dünnen Strümpfe. Und es war für mich eine Katastrophe, ein Rückfall wirklich ins Altertum, dass man wieder Wollstrümpfe tragen musste. Man war noch nicht so weit, dass man gesagt hat, dann trage ich als einzige Wollstrümpfe mal mir eine Blume drauf oder sowas. So weit war man noch nicht. Man hat nur gedacht, wie kommst du jetzt an und wie überhaupt? Wie wird das sich kulturell abspielen? Angelika Domröse spielt im Film und auf der Bühne eine Produktion nach der anderen. Mitten in ihrer jungen Karriere erlebt sie einen traumatischen Unfall. Nach Dreharbeiten rast ihr Fahrer in ein anderes Auto. Ich weiß nicht, ob Unfälle prägen. Auf jeden Fall war es ein schwerer Autounfall. Ich bin ohnmächtig gewesen, so 3 Tage lang. Dann auf der Wachstation wach geworden. Und irgendwann, dann war es dann soweit, so nach, weiß ich, 12 Tagen oder 10 Tagen, da wurde ein großer Spiegel geholt und ich lag ja noch, ich konnte mich ja noch nicht bewegen. Und da haben die mich gezeigt und da habe ich mich nicht erkannt. Weil das war wegrasiert, da war eine dicke Narbe genäht, hier war genäht, dann waren durch die Splitter, war alles, also als wenn Bluttropfen so sind, ne? Dann die Splitter waren überall. Sie kämpft, überwindet mit unglaublicher Energie die Folgen des Unfalls und kommt erst langsam wieder in den Beruf zurück. Sie spielt die großen Rollen. Die DDR hatte ihre Brigitte Bardot. Privat verändert sich auch einiges im Leben der jungen Angelika Domröse. Sie heiratet den tschechischen Schauspieler Jiří Wirštjala, der 20 Jahre älter ist. Unerwarteterweise wird schließlich aus einem Projekt ein echter Kultfilm. Die Legende von Paul und Paula. Angelika Domröse und Winfried Glatzeder spielen ein Paar, das gegen alle Konventionen Liebe zeigt und Liebe lebt. Wir lassen es dauern, solange es dauert. Wir machen nichts dagegen und nichts dafür. Wir fragen uns nicht allerlei blödes Zeug. Nur die Namen.
Ich bin Paula. Paul. Alle, die wir an dem Film beteiligt waren, haben nicht geahnt, dass der so legendär werden würde. Und meine Popularität war natürlich von einem Tag zum anderen noch mal. Also während mich sonst nur alle 5 Leute angesprochen haben auf der Straße, war es jetzt jeder. Und ich konnte also wirklich mich kaum noch aufhalten. Während die Domröse die Leinwand erobert, wird Tate der Bühnenstar. Am Berliner Ensemble feiert er große Erfolge, vor allem mit dem Regisseur Manfred Weckwerth. Alle großen Rollen von Brechts Arturo Uy bis hin zu Shakespeares Coriolan. Die beiden sind ein gutes Team. Auch heute nach über 40 Jahren sind sie noch befreundet. Tate besucht Weckwerth und dessen Frau, die Schauspielerin Renate Richter, regelmäßig, auch um über neue Projekte nachzudenken. Brecht spielt dabei meistens die Hauptrolle. Weckwerth hatte damals nach vielen erfolgreichen Jahren das BE im Streit verlassen. Und auch Tate suchte nach neuen Herausforderungen und kündigte Ende der 60er Jahre. Also die Erfolge sind nicht wie Perlen auf eine Schnur zu ziehen, sondern es gibt auch gewaltig schwierige Zeiten. Als ich vom Berliner Ensemble wegging, stand ich plötzlich wie ein Mensch da im Freien ohne Dach über dem Kopf. Und dann sagt er, hast du Lust, den Richard zu machen? Und hast du Lust, optimistische Tragödie mache ich als Film? Hast du Lust? Und da habe ich gesagt, ja, ja. Weil ich vom Berliner Ensemble weggegangen war, wegen Differenzen mit dem Brechterben, ging ich zum Deutschen Theater und schlug vor Richard III. Aber die Bedingung war Hilmar Tate als Richard. Und da am Deutschen Theater liefen 17 Richards rum, die den spielen wollten. Und als das kannst du dir nicht vorstellen. Und als er anfing, war ein starkes Mobbing da. Da wurde gesagt, bei uns kann einer eine kleine Dienerrolle spielen, eine große Rolle spielen, wenn er erstmal 5 Jahre Diener gespielt hat. Da er nur 5 Jahre keine Diener gespielt hat, da war er als Richard total ungeeignet. Und da wollten wir unsere Koffer packen und uns ein anderes Theater suchen. Und da sagten sie so zwangsläufig, naja, mach das. Shakespeares Richard III. Wird für beide Anfang der 70er Jahre eine der wichtigsten Inszenierungen ihres Lebens. Ein jahrelanger Triumph, weit über die Grenzen Berlins hinaus. Und nur, weil mich die Zeit so wie ich bin nicht haben will? Gut. Will mich diese Zeit nicht wie ich bin, bekommt sie, wen sie braucht. Domröse und Tate werden schließlich doch ein Paar. Nachdem sich beide scheiden lassen, heiraten sie 1976. Hilmar Tate bringt 2 Söhne mit in die Ehe. Die beiden Schauspieler bekommen keine gemeinsamen Kinder. Stattdessen leben sie auf den Bühnen und in den Filmkulissen der DDR. Auch die DDR-Führung ist stolz auf ihr Traumpaar. 1976 erhalten beide den Nationalpreis der DDR. Doch hinter der Huldigung steht zeitgleich auch die Beobachtung der beiden. Mit ihren Tourneen und dem Bekanntwerden auch im Westen wächst das Interesse an einer anderen Form der Inanspruchnahme, fern der Kultur. Längst schon sind die beiden Schauspieler auch Objekte der Stasi-Begierde. Hilmar Tate ist nie verlegen um ein direktes Wort, sucht auch politisch die Auseinandersetzung und schert sich dabei nicht um die Risiken. Sein Humor ist ungebrochen. Die Decknamen amüsieren ihn heute noch. Wir hießen Wilhelm und Elfried. Ist das komisch? Ja. Wobei Wilhelm ja ein guter Name ist. Angelika war mit Elfriede nicht sehr zufrieden, glaube ich, als ich das erfuhr. Das habe ich nicht gemerkt, zum Beispiel, dass ich beobachtet, die EMs habe ich nicht mitgekriegt. Das war das erste Mal indirekt mir bewusst, als die Angelika
abgefangen wurde, als sie aus dem Theater ging, aus der Volksbühne damals, und empfangen wurde von einer sportlichen, kräftigen Figur mit einer Rose in der Hand. Und da wurde mir klar, dass da was im Busch ist. Doch Angelika Domröse entzieht sich den Stasi-Avancen. Naja, da passierte schlicht und einfach, dass die die Leute agitieren wollten, gewinnen wollten. Als die haben ja immer Vermehrungen gesucht, also für ihre Funktionen. Und da die Angelika natürlich viel im Ausland zu tun hatte und gefragt war, war sie natürlich von Interesse. Hilmar Tate wird ebenfalls jahrelang beobachtet, auch von seinem Umfeld. Und irgendwann hat eine Kollegin, die jetzt noch in hohem Alter vorhanden ist, mal gesagt, Hilmar, quatscht doch nicht jemand in der Kantine, so provokantes Zeug, das bringt dir doch nur Nachteile ein. Und da habe ich gesagt, wieso, ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich denke gar nicht dran, mir was zu verklemmen. Wieso denn? Wieso denn? Ich bin doch indirekt ein Schüler von dem berühmten Brecht. Und da heißt es doch, dass man der Wahrheit die Ehre geben soll. Die Wahrheit ist immer konkret. Die Wahrheit ist konkret, ja. Und ich habe gesagt, die können uns mal. Ich habe das immer so behandelt, auch wenn wir zusammen abgeholt oder eingeladen wurden in die damaligen Lada, war damals das Auto, womit man geholt wurde. Ich habe nie Angst gehabt. Nie. Tate und Domröse sind zu prominent, um sich einschüchtern zu lassen. Doch die Aktenberge sprechen eine deutliche Sprache. Als Angelika Domröse vom Rosenmann der Stasi angesprochen wird, hat sie ein Engagement an der Volksbühne. 14 Jahre spielt sie dort. Und zu ihren engsten Vertrauten zählt ihre Maskenbildnerin Helga Teuscher. Hat er die Hand mit? Fast, fast. Freundinnen sind sie noch heute. Ach, das wäre doch nett. Boing, piep, piep. Also wir haben ja auch ein Glück gehabt, wir haben wunderbare Stücke gehabt. Dann gab es den Goldenen Elefanten und da spielte ich eine 80-Jährige. Und wie wir beide dann getaucht haben mit Fantasie und Händen in den Farbtopf. Und dann kommt die Helga eines Tages und sagt, jetzt habe ich eine Nase für dich. Guck mal. Ist er hier, kriege ich immer nur schlecht Luft. Nur die linke Seite. Ist das besser? Nicht so? Ja, ist besser. Hier, warte rein, damit die Zähne weg sind, ja? Und dann wird das doch aber nass. Jetzt musste ich immer andere Watte, und wenn ich mal mich umgedreht habe, habe ich die schnell reingeschmissen. Dann hatte ich wieder diesen Vorgaumen. Und solche Sachen haben wir ja auch gemacht, war ja wirklich sehr lustig. Ja, das war ja auch das Schöne, dass du da immer mitgemacht hast, ne? Naja, super. Es gibt ja auch Schauspieler, die sagen, mach ich nicht. Dann hörte ich immer, wie die Leute sagen, wann kommt denn die Domröse? Sie ist so laut, die waren empört. Also nach einer Viertelstunde, wann die denn endlich kommt, die soll doch da mitmachen. Domröse sucht immer nach der Herausforderung und gilt mitunter als kapriziöse Diva. Diva? Na gut, also ich meine, ich selber hab's nicht so erlebt. Also zu mir war sie jedenfalls nicht so divenmäßig. Aber ich glaube schon, dass sie also nur Leute rangelassen hat, die sie dann auch mochte. Ne? Also sie konnte sich schon ein bisschen selber schützen, denke ich mal. Das ist ja auch normal, also dagegen kann man ja nichts sagen. Man kann ja nicht zu allen freundlich sein, nur. Kann man, aber ich kann's nicht. Nee. Kann man, na gut.
An Selbstbewusstsein darf es einem da nicht fehlen. Es gibt drei. In der Titelrolle in Peter Hucks Die schöne Helena spielt sie die selbstbewusste Frau, die die klassischen Geschlechterrollen tauscht. Nein. Gut, dann lassen wir das beiseite. Das zweite Mittel ist die Gewalt. Ich habe mich immer, war immer besorgt oder drauf aus, dass sie eine bemerkenswerte Arbeit macht, dass sie sich wohlfühlt und dass sie Erfolg hat. Auch die Niederlagen oder auch die Krisen sind ja Herausforderungen. Und Krisen haben wir auch schon überwinden müssen. Und keine kleinen. Die größte Krise beginnt während ihrer wichtigsten gemeinsamen Fernseharbeit, Daniel Druskert. Im gleichen Jahr, 1976, darf der Liedermacher Wolf Biermann nach einer Westtournee nicht wieder in die DDR einreisen. Domröse und Tate unterschreiben mit anderen Kulturschaffenden ein solidarisches Pamphlet mit bitteren Folgen. Es wurde der Adamek vom Fernsehen rief sofort an. Daniel Druskert können wir jetzt an die Wand klatschen. Drei Stars haben unterschrieben. Ihr kommt sofort zu mir, ich lasse euch abholen. Ich habe gesagt, wieso, was soll ich bei dir? Was will man darüber reden? Das wirst du schon sehen. Dieser offen ausgesprochene Widerstand, auf dem beide beharren, geht der DDR-Regierung zu weit. Tate und Domröse bekommen keine wichtigen Rollen mehr. Lange Zeit will das Paar nicht in den Westen übersiedeln. Doch irgendwann kippt diese Überzeugung. Es war dann so, dass wir grüblerisch wurden, weil ich war in einem Alter, wo ich energievoll noch war und so. Und dann haben wir uns das überlegt und haben gesagt, wir fahren zum Stefan. Das haben wir getan. Stefan Heim, ein wunderbarer, eitler, aber wunderbarer Mensch und ein Schriftsteller dazu. Und Stefan ging mit uns bei leichtem schwedischen Regen, wie Ingmar Bergman gesagt hätte, in den Wald. Und dann haben wir ihm gesagt, du Stefan, wir überlegen uns, ob das sinnvoll ist, wenn wir hier bleiben. Da sagt er, ja, ich verstehe euch. Ihr müsst weg. Ihr seid angewiesen jetzt, gerade in eurem Alter. Du kannst den Lear spielen, du kannst Macbeth spielen, du kannst alles spielen, was an Riesendingern da ist. Und du, Mephisto, Faust und so weiter. Ihr müsst weg. 1980 geht das Paar schließlich in den Westen. Der Abschied fällt beiden schwer. Freunde und Vertraute bleiben zurück. Im Westen erwartet sie ein ungewisser Neuanfang. Ende der 70er im Westen zu sein, von einer Sekunde zur anderen nicht mehr so gekannt zu werden, das war auch nicht einfach zu verkraften. Also 3 Kilometer weiter konnte ich nirgends mich hinsetzen und Kaffee trinken oder mit irgendjemandem mal schnell ins Kino gehen. Es wurde notiert. Man wusste, es blieb nicht in der Straße oder in dem Kino. Also man war immer in der Öffentlichkeit eigentlich. Die erste neue berufliche Heimat wird das Schillertheater. Viele Gastauftritte an anderen Bühnen des Westens folgen. Doch wenig fühlt sich jemals wieder so an wie die intensive Theaterarbeit in der DDR. Im Osten waren wir eigentlich strenger zueinander, kritischer. Weil das hing nichts davon ab, während ich hier sofort gemerkt habe, von der Äußerung, die du ablässt, hängt eventuell dein Verbleiben oder Nichtverbleiben ab. Die vertragen Kritik nicht so gut. Habe mir mein Leben anders. Ganz anders die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Michael Haneke in Edward Albees Bühnenstück Virginia Woolf. Hier agieren die beiden Darsteller körperlich und emotional intensiv wie nie. Nach der Vorstellung fuhren wir gemeinsam nach Hause
und haben die Vorstellung weitergespielt. Du hast mir immer Vorwürfe gemacht. Ich hätte die Schallplatte an dein Bein geworfen oder irgendwas hast du mir erzählt. Na, du warst so gut in der Rolle, das hat mich zu sehr geärgert. Dabei hebt das ja, wenn man so einen tollen Partner hat. Aber es war schon erstaunlich, dein Erfolg in der Rolle. Weil ich dachte, es ginge mir so wie Elisabeth Taylor, das vom Burton-Kenner spricht. Denkst du? Tate. Erst spielt er hochemotional, dann unaufgeregt. Außer mir und vergewaltige dich auf der Stelle hier im Wohnzimmer auf dem Fußboden. Und dann kommen unsere lieben kleinen Gäste herein. Na, und was würde dein Vater dazu sagen? Die 80er Jahre sind geprägt vom Unterwegssein, getrennt sein, im Westen ankommen. Es ist auch eine Zeit der großen Begegnungen. Tate spielt bei Rainer Werner Fassbinder, Ingmar Bergmann und Peter Zadek. Domröse arbeitet mit Haneke. Beide erleben George Tabori als Regisseur. Politisch steht ein neuer Wendepunkt bevor. 1989, der Mauerfall. Ein historischer Einschnitt, der die beiden mit ihrer ostdeutschen Biografie ganz besonders berührt. Zu diesem Zeitpunkt hat das Paar nach einer längeren Pause wieder ein festes Engagement am Schillertheater. Man kam in die Vorstellung und es hatte sich rumgesprochen, wo der Bühneneingang ist. Die Mauer war ja gefallen und ich sah viele, viele Leute aus Thüringen, Erzgebirge, Ostberlin. Die standen da mit den Tüten von KDW oder Hertie und sagten, können wir ein Autogramm haben? Und ich habe gesagt, kommen Sie doch in die Vorstellung. Ach nein, das ist zu teuer, haben sie dann gesagt. Wir waren gerade einkaufen. So dort und dort und da bleibt ja nichts mehr übrig. Und das habe ich sehr schmerzlich empfunden. Das neue Leben im Westen. Auch wenn Angelika Domröse Erfolg hat, ist doch alles anders. Sie durchlebt immer wieder einsame und deprimierende Momente und wird alkoholkrank. Ich hätte mir viel, viel ersparen können, wenn ich über mein Leben nachdenke. Das ist ein Punkt, den hätte ich auslassen müssen, sollen. Obwohl es Stunden gab, wo der Alkohol und es eine lange Zeit gab, der mich frei gemacht hat. Aber in einem bestimmten Maßstab. Und Menschen, die alkoholkrank sind, krank werden, rutschen da rein, ohne die Krankheit wirklich ernst zu nehmen. Man verliert ja auch seine Kraft dabei und seine Leuchtkraft auch. Tate bleibt, unterstützt Angelika Domröse, indem er aus ihrer Sucht kein Geheimnis macht. Seine Härte ist ihre Hilfe. Sie wird trocken, ist es bis heute mit wenigen Rückfällen. Das Berufsleben wird langsam etwas ruhiger. Angelika Domröse wird Dozentin, inszeniert selbst Stücke. Doch die guten Rollenangebote kommen immer seltener. Rollen gibt's ganz wenige für Frauen in meinem Alter. Auch am Theater etwas mehr, weil man das auch dehnen kann. Ein bisschen früher schon Ältere spielen und ein bisschen älter noch ein paar Jungen spielen. Auch auf der Bühne geht das. 2008 kommt es zu einer ungewöhnlichen Wiedervereinigung am Potsdamer Hans-Otto-Theater. Nach über 30 Jahren trifft sich das Filmtraumpaar Paul und Paula auf der Bühne wieder. Angelika Domröse und Winfried Glatzeder in Eduardo de Filippos Stück Philomena. Die beiden zeigen ein alterndes, trauriges Ehepaar, das alle Illusionen verloren hat. Es ist wahr. Eine Frau, die mit dir 35 Jahre zusammenlebt, die ist mehr tot als lebendig. Sein Niesbolzen war ich 35 Jahre lang. Szenen einer Ehe. Laut, aber gut. Das ist auch die Ecke hier, weil das so schallt hier. Aber du willst doch einen, oder? Jetzt, ja, klar. Ich muss. Du musst. Ich glaube schon, dass ich auf die Nerven gehe. Nein, ich sehe die Angelika verschieden. Ich sehe sie in ihrer Kapriziosität, in ihrer
schön sein. Also die, sie ist ja wirklich, es gibt keine schlechten Fotos von ihr, weil es geht gar nicht. Sind wir auf der Welt. Das ist der Sinn des Lebens. Gäbe es die Liebe nicht, möchte ich ein Strahl sein, der so durchs All fliegt. Ich glaube, das ist der einzige wichtige Grund. Was der Häme auch macht, Böses, Heiteres, Zynisches, Albernes, ich sehe ihn ja nie so, wie er jetzt ist. Ich sehe ihn ja auch, wie er war. So mit den schwarzen Haaren und so frech und so drahtig und so widerspenstig und so auch poetisch, sehr, sehr poetisch. So dass... Da stehe ich jetzt natürlich für ein ganz großes Plus für eine langjährige Verbindung. Der Stammitaliener um die Ecke gehört zum Alltag der beiden. Ein kleines Domröse-Tate-Ritual. Er isst geröstete Champignons, sie Crème Caramel. Sie mit 70 Jahren, er mit 80. Sie sind immer noch eines der glamourösesten Paare Berlins. Und sie genießen es. Man wird erwartet, man kriegt das Gefühl, dass man erwartet wird. Also sowas zum Beispiel habe ich sehr gern. Da muss man sich nicht lange unterhalten. Ich nicht, ich nicht, ich nicht. Du musst widersprechen. Ja, man muss, man soll, wenn man kann. Nein, 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 die Kunst zu leben, ist eine große Sache. Nein, man muss neugierig bleiben füreinander. Das ist wesentlich. Das heißt, also Gewohntes oft beiseite lassen. Naja, und wenn es doch erscheint, dann muss man es halt mit liebenden Augen betrachten. Mhm. Und wenn man da gräbt, dann kommt ja doch immer wieder noch was anderes raus. Und das ist ja auch eine Art Bewegung in einer Beziehung. Ich kann ja nicht verlangen, also nach 30 Jahren, dass ich jemanden nicht kenne, das wäre ja auch völlig idiotisch. Aber erstens verändern sich die Zeiten auch. Und zweitens verändert man sich selber. Und drittens verändert man sich miteinander. Und da muss ich sagen, dass das Wertvollste für mich ist, mit ihm zusammen alt zu werden. Der Verlauf des Lebens. Jeder Tag ist letztendlich eine Probe. Ich sage immer, wir probieren jeden Tag das Leben. Und die Generalprobe machen wir noch mit. Aber die Premiere erleben wir nicht.